Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meinem abschließenden Disney Cruise Video. Über die Wochen hinweg habe ich bereits die Works, Shows und Rundgänge hochgeladen auf meinem Kanal. Verlinke ich auch nochmal bei dem i, da seht ihr dann die Playlist. Ansonsten in diesem Video geht es über Kosten, über Geld, der Fish External Haul, den sich schon viele gewünscht haben. Und auch der generelle Haul, was ich alles gekauft habe. Also ein Mix aus allem Möglichen und ich würde sagen, wir starten. Bevor ich mit den Hauls weitermache, reden wir erstmal über Kosten, Geld, was einer Disney Cruise kosten könnte und wo ich sie auch gebucht habe. Erstmal zu sagen, wir waren 4 Erwachsene in einer Kabine und wir sind ab Dover gefahren, falls ihr die Vlogs nicht gesehen habt. Das heißt, wir sind mit dem Auto aus Deutschland mit der Fähre nach Dover gefahren. Das heißt, die Anreisekosten waren sehr gering für uns. Wie gesagt, wir waren 4 Personen in einem Auto. Wir haben die Fähre genommen, hatten nur Spritkosten. Maut ist bei uns keine angefallen in Frankreich, weil wir irgendwie durch Belgien gefahren sind. Und dann ist keine Maut angefallen. Deswegen war die Anreise erstmal schon mal günstig. Es gibt einige Reisen auch in Europa. Aber die Reise aus Dover war in unserem Fall die günstigste. Deswegen als Testkreuzfahrt haben wir uns für die entschieden. Und gebucht haben wir ganz normal über die Disney Cruise Webpage. Ich packe euch den Link auch unten in die Infobox. Und wie gesagt, ich habe da einfach mal geschaut, welche Reisen es gibt, was die ungefähr kosten könnten. Und das wäre jetzt nicht meine erste Kreuzfahrt, das war meine erste Disney-Kreuzfahrt. Und die generellen Kreuzfahrten machen wir immer mit 3 bis 4 Personen in einer Kabine, weil das wirklich den Preis erheblich senkt. Also das wäre ein Tipp von mir, wenn ihr keine Familie seid mit 2 Kindern, weil dann habt ihr dann einen sehr hohen Preis. Aber wenn ihr Freunde habt oder andere Familienangehörige, könnt ihr euch sehr gut die Kosten teilen auf 3 oder 4 Personen und das macht den Preis dann geringer. Ja, reden wir über Preise. Ich werde euch noch sagen, was wir pro Person für die Kreuzfahrt bezahlt haben. Wir haben pro Person ungefähr 1.300 Euro bezahlt für eine Woche. Ab Dover bis Dover zurück, ohne Anreisekosten. Das heißt im Prinzip 1.300 Euro nur für die Kreuzfahrt. Das haben mich viele gefragt und ich bin da offen, weil die Preise, wie gesagt, kann man sich auch online raussuchen. Ist jetzt kein Geheimnis. Man kann das sehen, dass es teuer oder nicht teuer ist, aber wie gesagt, das war die günstigste Kreuzfahrt in Europa. So die mediterranen Kreuzfahrten waren wesentlich teurer. Und da ich auch noch nicht in Norwegen war, fand ich es eigentlich ganz interessant. Es ist halt kein Badeurlaub gewesen, es war schon relativ kalt. Was war jetzt in den 1.300 Euro inklusive? Ihr habt die Kabine für uns 4 Personen gehabt. Ihr habt Essen rund um die Uhr. Ihr habt Getränke exklusive Alkohol. Also ihr habt ganzen Tag Zugang zu Heißgetränken, Kaffee, Tee, Kakao. Könnt ihr euch wirklich, da gibt es so Maschinen, wenn ihr das nicht in den Vlogs gesehen habt, ihr könnt da wirklich mit eurem Thermosbecher oder da gibt es auch Becher so, also so Pappbecher, aber ihr könnt da wirklich mit eurem Becher hin und euch das befüllen. Kein Problem, es gibt auch Zapfanlagen für kalte Getränke, Wasser, Cola, was ihr euch alles da vorstellen könnt, Eiswürfel. Also ihr könnt wirklich da auch so mit eurer Flasche hin. Ich kenne das von anderen Kreuzfahrtanbietern. ich möchte jetzt keine Namen nennen, wo man nicht mit der Flasche an diese Station darf, wegen aus hygienischen Gründen. Da steht zwar auch, dass ihr mit dem Becher euch das umfüllen sollt, aber die meisten haben es natürlich nicht gemacht. Und ich finde, wenn man jetzt mit der Flasche jetzt nicht unbedingt an diesen Ausguss drankommt, ist das völlig in Ordnung. Genau, also ihr habt Zugang zu Getränken den ganzen Tag, heiß, kalt. Wie gesagt, alkoholische Getränke müsst ihr extra bezahlen und die sind auch nicht ganz so günstig. Aber es gibt jeden Tag einen Cocktail of the Day und der kostet dann, ich weiß jetzt nicht mehr genau den Preis, ich glaube 6 Dollar oder 7, so um den Dreh. Also es gibt jeden Tag einen Cocktail of the Day und der ist dann günstiger als die anderen, aber ich bin jetzt eh nicht so der Alkoholtrinker, ich brauche das jetzt nicht so. Und ja, was ist noch inklusive? Das Entertainment ist inklusive, genau, also alle Kinofilme, die da laufen, alle Shows, ja, also alles, was da passiert, was ihr im Navigator findet. Ich habe hier auch irgendwo einen Moment. Genau, also so sieht dann ein Plan aus für den Tag. Das könnt ihr jetzt eh nicht lesen. Aber im Prinzip alles, was hier drauf steht, ist inklusive. Es gibt dann noch so Whisky-Tasting oder Wein-Tasting oder irgend so ein Tasting. Das müsst ihr natürlich bezahlen, also gibt einen Aufpreis bezahlen. Und es gibt ein Restaurant auf der Disney Magic, was ist das? Palo. Das ist ein etwas schickeres, exklusiveres Restaurant. Und da müsst ihr dann
auch was bezahlen. Aber ich habe gehört, das soll super lecker sein. Ich habe das diesmal nicht ausprobiert. Vielleicht bei meiner nächsten Kreuzfahrt. Was nicht in Preis inklusive ist, sind die Ausflüge an Land. Das bedeutet, wenn ihr einen Ausflug machen wollt mit Disney, müsst ihr extra bezahlen und die sind wirklich relativ teuer. Das haben wir nicht gemacht. Wir haben alles auf eigene Faust gemacht. Wie gesagt, es war halt nicht meine erste Kreuzfahrt. Und auf den anderen Kreuzfahrten machen wir auch sehr viel auf eigene Faust. Ihr müsst wirklich nur bedenken, dass das Schiff dann nicht auf euch wartet. Das heißt, wenn ihr einen Ausflug macht mit Disney und ihr habt eine Verspätung, ihr steht im Stau, dann wartet das Schiff auf euch. Wenn ihr einen Ausflug macht, nicht mit Disney, oder ihr geht auf eigene Faust los und kommt nicht pünktlich zurück zum Schiff, dann könnt ihr dem Schiff nur hinterherwinken. Das ist wirklich so und das ist auch schon ein, zwei Mal passiert. Also nicht mir, aber anderen Leuten, die nicht pünktlich zum Schiff zurückkamen, als ich auf dem Schiff war. Und deswegen kommen wir immer so mindestens 2 Stunden vorher, bevor das Schiff wirklich abfährt, kommen wir zurück aufs Schiff, damit wir genug Puffer haben und das Schiff nicht von hinten sehen. Genau, also das ist nicht im Preis inklusive, aber wie gesagt, ich würde mich halt vorher erkundigen. Zum Beispiel, wir hatten einmal den Hop-on-Hop-off-Bus gebucht und der stand wirklich direkt am Hafen. Also ihr könnt euch wirklich vorher erkundigen in einem möglichen Foren und auf Facebook-Gruppen und dann könnt ihr euch auch austauschen, was am besten ist und ihr könnt auch einfach auf dem Schiff bleiben. Also wenn euch eine Stadt nicht interessiert, könnt ihr einfach auf dem Schiff bleiben. Das ist auch gar kein Problem. Der Vorteil da ist, dass es sehr leer ist, vor allem wenn es schönes Wetter draußen ist, gehen alle an Land und ihr könnt dann den Pool fast für euch alleine haben. Ja, also so viel dazu. Was wir vor der Kreuzfahrt noch gebucht haben, war das Frozen, das Princess Gathering und das VIP Character Breakfast. Die 3 Sachen sind inklusive, die müsst ihr aber vorher buchen. Und Frozen Gathering und Princess Gathering, da trefft ihr halt Elsa und Anna bei Frozen und bei den Prinzessinnen trefft ihr, bei in unserem Fall was Ariel, Tiana, Cinderella und Rapunzel. Und beim VIP Character Breakfast, da geht ihr halt frühstücken und dann bei uns war es dann Goofy, Mickey und Minnie in deren klassischen Outfits. Und da könnt ihr dann Fotos machen und dann kriegt ihr noch ein Frühstück serviert. Wie gesagt, komplett kostenlos, das müsst ihr aber vor der Kreuzfahrt oder könnt ihr auch auf dem Schiff dazu buchen, aber die Chance auf dem Schiff noch einen Platz zu bekommen ist gering. Genau, das haben wir auch dazu gebucht und das war wirklich ganz, ganz toll. So, das waren die Sachen, die mir jetzt erstmal so spontan eingefallen sind, bezüglich auf Kosten, was wir bezahlt haben etc. Wenn ihr noch Fragen habt, bitte einfach unten in die Kommentare. Ich beantworte euch soweit es geht, so gut es geht. Und ich würde sagen, wir machen jetzt weiter mit den Sachen, die gratis waren. Ja, es gab auch Sachen, die waren kostenlos auf dem Schiff. Und zwar einmal diese Bordkarte. Die kriegt ihr am Anfang, da steht dann eure Name drauf und in welches Restaurant ihr wann geht. Und die dürft ihr am Ende auch behalten. Da ist auch so ein kleiner Mickey, Captain Mickey drauf, was ich ganz toll finde. Das ist nicht gratis gewesen, das habe ich mir da gekauft. Und das hat auch so kleine Anker und ich weiß gar nicht mehr, was es gekostet hat. Ich glaube, $13. Bei vielen Sachen, die ich euch zeige, ist nicht mehr der Preis dran. Das tut mir dann leid, aber wenn ihr wüsstet, ich war im September auf Kreuzfahrt, Anfang September. Und den Haul drehe ich jetzt fast Mitte November. Und währenddessen waren die ganzen Sachen in einer Tüte in meiner Ecke, weil ich nicht dazu kam, dieses Video zu drehen. Und jetzt bin ich endlich dazu gekommen und kann endlich die Sachen wieder auspacken. Ja, gut, machen wir weiter. Also genau, also es gab diese Bordkarte, die dürft ihr behalten als Erinnerung. Genau, dann gab es jeden Abend gibt's Schokolade auf eurem Bett. Da kommt das Housekeeping und macht euer Zimmer sozusagen Bett fertig, also Kissen runter und alles schön. Und gut, wechselt nochmal die Handtücher und dann gibt es immer ein Handtuchtier. Und dann gibt es immer pro Tag zwei Schokoladentafeln. Also Tafeln ist es nicht, aber es ist also eine Vollmilchschokolade und hier steht noch Disney Cruise Line drauf. Ist ganz süß, könnt ihr euch dann immer mitnehmen, haben wir gesammelt. Dann noch eine Schokolade, die wir gratis bekommen haben. Wir hatten auf unserem Schiff ja die Frozen Night. Und da gab es ein Spiel, Anna's Chocolate Chase, soweit ich mich erinnere. Da mussten wir, also wenn ihr euch den Vlog anguckt, ist es einfacher. Ich musste dann halt durchs Schiff laufen und so Rätsel lösen. Und dann gab es am nächsten Tag eine Schokolade von Anna und ein Kärtchen. Da steht dann Freezing the Night Away, so hieß die Abendshow. Und dann steht da hier drauf, thank you so much for joining us. We hope you had as much fun as we did. Also Anna, Christoph und Olaf. Genau. Fand ich ganz süß.
gab es auch gratis, wenn man halt mitgemacht hat bei diesem Spiel. Man musste da was ausfüllen, das war aber total easy. Genau, dann gab es, habe ich den Kuli aus dem Zimmer mitgehen lassen. Das hört sich immer so schlecht an, aber ich finde immer die Sachen, die im Zimmer sind, also so diese Toilette, also diese Sachen im Bad, das Problem war jetzt, oder das Problem, es ist ja eigentlich eine gute Sache. Früher gab es ja diese kleinen Flaschen, wie auch im Disneyland, die ihr dann mitnehmen konntet. Und ich habe auch in früheren Vlogs aus anderen Disney Cruise Vlogs gesehen, dass Leute, die wirklich tonnenweise mit nach Hause genommen haben, diese kleinen Flaschen. Bei unserer Kreuzfahrt gab es die kleinen Flaschen nicht mehr, da gab es noch die großen an der Wand, was ja im Prinzip total in Ordnung ist, umweltfreundlich und so. Aber ein bisschen traurig bin ich schon, weil ich hätte die auch gerne mitgenommen. Naja, dafür habe ich diesen Stift mitgenommen aus der Kabine. Da steht halt nur Disney Cruise Line drauf und sonst ist es halt ein normaler Stift. Dann haben wir auch zu Freezing the Night Away, also zu Frozen Night, hier so Schneeflocken bekommen. Die leuchten auch. Da hat jeder eine Schneeflocke bekommen, fand ich auch ganz süß. Dann gab es, weil wir ja in Norwegen waren und es war sehr bescheidenes Wetter teilweise, gab es Regenponchos am Ausgang. Die konnte man sich einfach wirklich mitnehmen, kostenlos für Kinder und für Erwachsene. Fand ich wirklich eine super Sache von Disney, dass die das kostenlos anbieten. Und das sind jetzt nicht so Müllsäcke, also es gibt ja wirklich Ponchos in diesen Kugeln. Das ist ja einfach nur Müllsack mit Kopf, mit Löchern für den Kopf und für die Arme. Der ist wirklich, also den könnt ihr auch wiederverwenden, wenn man den wieder einigermaßen einpacken kann. Und das fände ich eigentlich eine gute Sache von Disney. Dann gab es noch Postkarten auf der Kabine. Zwei verschiedene eigentlich nur. Einmal mit der Disney Magic und einmal Mickey und Minnie. Davon habe ich 4 Stück. Dann gab es an einem Abend im Animator's Palette eine Show sozusagen. Also man musste, bevor man das Essen bestellen konnte, ein Bild malen. Man wurde dann, ich habe hier schon meinen Stempel, ich bin ein Official Disney Animator. Ich musste hier irgendwas reinzeichnen. Ich bin jetzt nicht der beste Zeichner oder Maler oder was auch immer. Auf jeden Fall habe ich mein Bestes gegeben und wenn ihr den Vlog nicht gesehen habt, solltet ihr es auf jeden Fall tun, weil die sammeln dann diese Bilder ein, scannen die irgendwie ein und dann auf den Bildschirmen werden alle Figuren, die dann an dem Abend von den jeweiligen gemalt wurden, auf den Bildschirm projiziert. Und nicht nur das, die sind wirklich in Tanzen da mit Mickey und alle möglichen Disney-Charakteren zu Musik. Das ist wirklich super gemacht und war wirklich lustig, das zu sehen. Und dann durfte man das noch mitnehmen. Dann habe ich die Navigator mitgenommen von jedem Tag. Die gab es da, konnte man sich mitnehmen. Habe die eher so als Erinnerung mitgenommen, was es da so gab. Also das ist, wie gesagt, das ist das Programm, was tagsüber so läuft, wo ihr welche Charaktere findet und Shows. Dann habe ich hier das ist im Prinzip so ein Buch, welche Reisen es für 2019 und 2020 alles gibt. Wir planen ja sehr wahrscheinlich nächstes Jahr im November eine Very Merry Christmas Cruise zu machen ab Port Canaveral mit Castaway Key. Haben aber noch nichts gebucht, aber wir würden sehr gerne fahren, weil Very Merry Christmas Cruise stelle ich mir ja super vor auf dem Schiff mit der ganzen Weihnachtsdeko und so. Ich bin ja so ein Weihnachtsfreak. Ja, genau. Das und das Letzte, was wir kostenlos bekommen haben. Im Rapunzels Royal Table gibt es ein Kindermenü. Also hier seht ihr das Kindermenü, was die Kinder sich zu essen aussuchen können. Dann gibt es hier noch so ein Rätsel. Und also im Prinzip ist es für Kinder. Aber ich habe danach gefragt. Ich habe da noch mehrere zum Verschenken mitgenommen. Und was ihr daraus machen könnt. Moment. So, ihr bastelt daraus eine Laterne. Rapunzels Laterne könnt ihr daraus basteln. Und ich finde das wirklich eine super Idee. Ihr könnt dann da ein Licht reinstellen. Eine Kerze wird jetzt nicht reinstellen, weil es aus Papier ist. Nicht, dass die Bude abfackelt. Genau. Aber die bekommt ihr auch kostenlos. Einfach danach fragen, falls ihr mal auf einer Disney-Kreuzfahrt seid und Rapunzels Royal Table ist. Einfach nach dem Kindermenü fragen und der gibt euch auch 5, wenn ihr wollt. So, wir haben jetzt über Preise gesprochen und über Sachen, die es gratis gab. Und ich würde sagen, wir machen jetzt weiter mit dem Fish Extender Haul. Viele von euch haben lange drauf gewartet. Falls ihr nicht mehr wisst, was Fish Extender ist, ich verlinke euch bei dem i nochmal mein Vorbereitungsvideo zu der Disney Cruise. Da seht ihr auch, was ich verschenkt habe an andere. Und ich zeige euch jetzt, was andere mir geschenkt haben im Austausch. So, ich mache das jetzt kreuz und quer. Ich weiß jetzt auch nicht mehr genau die Reihenfolge. Es gibt auch ein paar Sachen, die sind nicht Disney. Hier zum Beispiel ein Turmbeutel.
Da steht drauf State Farm. Und dann gab es hier diesen Spinner. Ich habe so einen Spinner schon mit Mini und Mickey drauf, aber der ist jetzt einfach nur, ja. Ich weiß auch noch nicht, was ich damit machen soll. Mein Disney Spinner steht auch noch da hinten als Deko. Also ich bin jetzt aus dem Alter raus, wo man, also ist auch schon ein paar Jahre her, dass es in war, glaube ich. Naja, egal. Dann, was habe ich noch bekommen? Ich muss immer mal schauen. Ich weiß es gar nicht mehr, weil wie gesagt, wir haben November und ich war im September auf Disney-Kreuzfahrt. Genau, aber wir haben ein Fleischschiff mit einem Mickey-Kopf. Dann haben wir, oh süß, Frozen-Sticker. Und was haben wir noch hier drin? Oh, Süßigkeiten. Also Süßigkeiten zeige ich euch nicht alles. Süßigkeiten habe ich tonnenweise bekommen. Und dann habe ich hier noch so ein Armband bekommen, da steht Sisters Forever drauf, ist auch von Frozen. So eine Sache, die jetzt nicht in meinem Fisch-Extender war, also in diesem Austausch, sondern in der Facebook-Gruppe vorher, haben Leute gefragt, ob sie irgendwas, ob andere Leute irgendwas aus Amerika mitgebracht haben wollen oder aus Disney World, im Austausch gegen was aus Deutschland zum Beispiel. Und da habe ich hier gerufen. Und zwar für die, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, diese Rice Crispy Dinger aus Walt Disney World. Ich habe die noch nie probiert. Ich habe jetzt auch noch keinen aufgemacht. Ich hoffe, die sind noch haltbar. Aber ich werde heute jetzt einen probieren. Nach dem Haul werde ich wirklich einen probieren. Wann ist steht denn da? Ah, 27.09. 27.10. Hm. Okay. Was haben wir hier? 24.10. Naja gut, die werden doch schon schmecken. Ist genug Zucker drin. Auf jeden Fall habe ich im Austausch dafür dann Süßigkeiten aus Deutschland mitgebracht. Ich glaube, Lebkuchen war dabei und Schokobons und ja, alles Mögliche. Die muss ich jetzt mal schnell essen. Dann habe ich hier so einen Becher bekommen mit so Sprinkles, also mit so Topping für Eis. Es gibt ja so Eismaschinen auf der Disney Magic. Ich muss gestehen, ich habe es nicht probiert. Mir war das Wetter zu kalt und wenn es zu kalt ist, esse ich kein Eis. Auf jeden Fall soll es sehr lecker sein. Es ist so ein Soft-Eis und das hätte ich dafür dann benutzen können, das Soft-Eis da reinzumachen und dann diese bunten Dinger drauf zu machen. Naja, Chance verpasst. Also ich entdecke Sachen, die habe ich schon wieder alle vergessen. Dann habe ich irgendwie einen Briefumschlag mit irgendwelchen Karten drin. Und da hinten steht, what is my name? Und dann steht da, ja, und dann, also du sollst dann Fragen beantworten zu dem Charakter. Jetzt noch, hier ist Nala. Und dann steht da, what is my name? What movie am I in? Also, in welchem Film mache ich mit? What kind of animal am I? Also so ein paar Fragen zu den Charakteren. Das ist eine ganz witzige Sache. Und hier ist noch irgendeine Karte von Pumba. Ja. Dann noch ein Umschlag. Ach ja, das ist von Adam Hayton. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt. Der hat auch einen großen YouTube-Kanal und der war auch bei uns auf dem Schiff. Und der hat vorher in der Facebook-Gruppe gefragt, wer denn einen Pin von ihm möchte. Und genau, das sein bekanntester Spruch steht da drauf, Morning! Also das sagt er immer am Anfang seiner Videos. Da steht auch Limited Edition drauf und da hat er noch eine kleine Karte dazu gelegen. Hat To Simone, Have a Magical Cruise, Adam Hayton. Hayton? Also wirklich sehr süße Geste, aber er macht nur englische Videos. So, weiter geht's. Ist fast wie Weihnachten, weil ich schon wieder alles vergessen habe. Das nächste Geschenk, das kam von einer Dame und das ist wirklich, ich war begeistert, als das kam. Die Story dahinter war eigentlich, ich wäre fast nicht bei mir angekommen, weil sie es in die falsche Kabine geliefert hat und derjenige, der in der Kabine dann gewohnt hat, es reingenommen hat und sich dann sozusagen nicht mehr gemeldet hat. Und auf jeden Fall, es kam dann am Ende doch noch bei mir an. Und einmal ist diese Trinkflasche drauf und da hat sie ein Beauty and the Beast. Das sieht man jetzt nicht wegen dem Licht. Also auf jeden Fall ist ein Beauty and the Beast, also Schön und das Beast Sticker drauf. Also teilweise haben die Leute sich echt Mühe gegeben. So, und dann ist hier dieses Kosmetiktäschchen, Geldbeutel, was auch immer man damit macht. Und sie hat mir gesagt, die Dame, weil sie hat sich ja bei mir gemeldet, dass sie alles selbst gemacht hat. Also das finde ich sehr beeindruckend. Hier sind alle Prinzessinnen drauf und das finde ich wirklich super süß. Das kann man hier dann irgendwo noch dranhängen. Sehr praktisch. Es wird, glaube ich, mein neues Kamera... also da tue ich alles rein für die Kamera, wenn ich im Park unterwegs bin, so SD-Karten und Akku und so.
wirklich sehr süß. Jetzt muss ich ja mal gucken, dass ich alles nicht durcheinander bringe. Ich muss das Video nämlich gleich nochmal auf Englisch drehen. Mhm. Für den anderen Kanal. So, dann also sie hat wirklich unglaublich viel geschenkt. Da war hier noch eine Kette dran und da ist so ein kleiner Simba drauf. Auch sehr süß. Dann ein Magnet, also hier sind Magnete drauf und da ist ein Notiz, also so Post-its, Notizblätter drin und ein Bleistift. Also wirklich mega süße Ideen und dann vorne ist Mickey. Dann ein Lanyard. Was heißt das denn auf Deutsch? Das Schlüsselband ist es ja nicht, ne? Oder heißt es Schlüsselband? Egal, auf jeden Fall hat sie das wohl auch selbst gemacht. Das ist einmal hier Lion King Theme. Also ich konnte ja vorher auswählen oder sagen, was meine Lieblingscharaktere oder Filme sind. Und ja, sie hat sehr viel von Lion King mir geschenkt. Da kann man dann hier vorne eure Jahreskarte oder sonst was reintun. Und dann hängt das hier an so einem, sieht man nicht? So, an so einem Band mit König der Löwen drauf. Wirklich sehr süß. Bin sehr begeistert. So, dann nochmal ein Band mit nichts dran. Auch nochmal König der Löwen mit Simba. Ich sag euch, also dann hier nochmal so ein Schlüsselanhänger mit einem Mickey-Kopf oben drauf. Und dann hier, das kann man sehr schlecht sehen, ist bunt mit Mickey, Mini und so. Ja, Müll. Sag ich euch nicht. Dann, was ich auch richtig toll finde, ist dieser Kofferband mit allen Prinzessinnen drauf. Also, diese Frau hat sich wirklich Mühe gegeben. Ich bin wirklich begeistert. Und dann als letztes ein Phantom Männer Taschentuchhalter. Also da kann man dann Taschentücher reintun. Das finde ich irgendwie auch eine mega coole Idee. Und das ist halt dieses Phantom Männer Stoff mit Mickey-Köpfen drauf. Ja, also ich bin wirklich, also von der Dame war ich wirklich sehr begeistert. Wirklich sehr, sehr happy. Weiter geht's. Oh, ganz schön viel. So, Süßigkeiten zeige ich euch jetzt nicht im Detail. Aus Amerika, aus UK, alles dabei. Dann in der nächsten Tasche einmal Nagelfeilen, kann man also auch nie genug haben. Dann hier gibt es so einen Pompel, so einen Schlüsselanhänger. Davon ist jetzt eine Schneeflocke drauf, aber der Anhänger sagt Ralph Breaks the Internet. Ich hätte jetzt gesagt, es ist Frozen. Auch von der Farbe her. Aber gut. So, was haben wir hier noch drin? Süßigkeiten. Also, genau. Das war dazu. Und das war übrigens Pixie Dust, das war kein Fish Extender. Der Unterschied zwischen Pixie Dust und Fish Extender ist, Pixie Dust ist freiwillig. Das heißt, das hatte ich auch, ich hatte so kleine Tüten, da war dann ein bisschen Süßigkeiten drin und alles. Also Pixie Dust macht ihr freiwillig, könnt ihr in alle möglichen Fish Extender Beutel reinhängen. Und Fish Extender ist halt wirklich im Austausch. Ja. Also ich habe auch ganz viel Pixie Dust da drin und dann habe ich noch beim Magnetaustausch auch mitgemacht. Die kommen auch gleich. Ich habe alles bei fast allem mitgemacht, außer bei Ornamenten, da war ich dann raus. So, habe ich ihn auch ausgepackt bekommen. Als nächstes habe ich einen Popcorn-Eimer aus Plastik bekommen. Oh, da steht Magic drauf und ja, ansonsten auch so ein Popcorn-Eimer und dazu diesen Schlüsselanhänger und da steht dann Simone drauf. Finde ich auch eine ganz süße Idee. Wenn ihr zum Beispiel ins Kino da gegangen seid, hättet ihr das befüllen können mit Popcorn. So, dann ein Magnet. Jetzt muss ich den mal auspacken. Das habe ich noch gar nicht, weil das in so einem Beutel ist, nicht wo ich das gesehen habe. So, genau. Also einmal ein Magnet. Da steht dann DCL Northern Europe 2019 mit Mickey und Minnie. Ich glaube, der ist selbst gemacht. Und dann auch hier so ein Magnet, wo man dann was dran heften kann. Und da ist auch noch so ein Disney Cruise Logo draufgeklebt. Sehr süß. So, als nächstes habe ich dann hier so ein Pets mit Olaf. Kenne ich aus der Kindheit, hatte ich ewig nicht mehr. Und dann die Magnete noch. Einmal hier so, das war unser Facebook-Gruppenlogo. Eine Notiz und dann hier noch so ein Magnet. Die sind alle selbst gebastelt. Ja, dann habe ich eine Taschenlampe bekommen. Moment, da steht Try Me. Ah, die ist irgendwie sehr flach, ich weiß noch nicht. Ja, man weiß halt nicht, was man bekommt, ne? Also, ja, ihr seht, leuchtet die so. Naja, bestimmt aus einem 1-Euro-Laden. So, und dann habe ich hier so einen Aufbewahrungsordner bekommen. Und da ist Mickey und Minnie drauf. Und da ist auch eine Karte aus Orlando drauf. Da steht Magical Wishes from Sunshine State. We hope you're having a wonderful trip and enjoy these goodies.
Da war noch bestimmt was anderes dabei, aber ich habe das jetzt einmal in die Tasche geschmissen. Und auf jeden Fall ist da noch eine Karte aus Orlando dabei mit Mickey. Ganz cool. Oh, da ist noch ein Magnet drin. Ha, ich wusste gar nicht, dass es ein Magnet war. Ah, ne, der ist hier vorne drin. Ja, noch ein Mini, Captain Mini Magnet. Was ich ganz cool finde, ist dieses Tuch, wo ich nicht... Ich weiß, es ist mit Liebe gemacht, aber was ich damit anfangen soll, das weiß ich wirklich nicht. Also es sieht handgehäkelt aus, aber als ich das ausgepackt habe, dachte ich mir, was ist dieser Sinn? Soll ich mir das auf den Kopf binden oder als Schal? Also es ist bestimmt mit sehr viel Mühe gewesen, das herzustellen. Aber ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Ich will es jetzt auch eigentlich nicht wegschmeißen, aber habt ihr eine Verwendung für? Schreibt mir unten in die Kommentare, wenn ihr wisst, wofür ich das gebrauchen kann. Nee, ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall aber das zweite Teil, was dabei war. Dieses Tuch ist wirklich toll und dafür freue ich mich darüber. Ganz toll. Aber mit diesem Häkelding. Keine Ahnung, was manche Leute sich dabei denken. Aber gut, machen wir weiter. Dann hatte ich hier so Goofys Rock Candy. Das sind so Zuckerstifte, die man in den Tee tunkt mit Mickey-Köpfen obendrauf. Ganz süß. Und dann habe ich hier noch, und die Tüte ist übrigens aus Florida. Ich habe mich so gefreut, als ich mal diese Tüten gesehen habe. Und dann gab es noch ein paar Lollis. Die gibt es im Disneyland bei uns auch in Paris. Aber diesen Lila dann, glaube ich, gibt es da nicht. Genau, also es ist beides wohl... Watermelon. Es ist beides wohl aus Walt Disney World. Dann gab es noch... ich habe bei Pixie das mitgemacht. Aber das, wie gesagt, das ist freiwillig. Dann Fish Extender, dann Magnet Exchange. Und dann gab es noch Mickey's Secret Center. Und da hast du im Prinzip nur, es ist im Prinzip Wichteln. Die Person wusste nicht, wer den anderen beschenkt. Also ich wusste nicht, wer mich beschenkt. Und diejenige, die ich beschenkt habe, wusste nicht, dass ich sie beschenke. Und da war der Preis, glaube ich, $25 bis $30. Und genau, da habe ich auch mitgemacht, aber es war nur eine Person. Und davon habe ich dann, übrigens auch aus Florida, habe ich diese Cappy bekommen mit Mini-Ohren. Ich ziehe sie jetzt nicht an, weil sonst ist meine Frisur hinüber. Genau, aber das ist diese Mini-Cappy, ganz süß und die gibt es auch nicht in Disneyland Paris, soweit ich weiß. Genau, hinten an der Seite steht noch Minimaus. Habe ich mich sehr drüber gefreut. So, wir sind jetzt auch schon fast am Ende von meinem Fisch-Extender-Haul. Da kommt noch der andere Haul. Ja, sorry für das lange Video, aber ich wollte jetzt euch alles noch zeigen. Also einmal gab es auch diese Tüte hier oder Tasche. Und was jetzt noch da drin war, also als Pixie Dust haben wir einmal eine Handcreme von Kath Kidson. Dann haben wir hier noch so ein... Das nicht so ein kleines Dingeling und da ist einmal ein antibakterielles so ein Tuch drin und das kann man dann auch irgendwo dran machen. Ist auch selbst gemacht, also ist wirklich ganz süß. Und was haben wir hier noch? Nochmal Pixie Dust mit Tinkerbell Notizbuch und Kuli und Süßigkeiten und Glitzerstifte. Ja, kann man nie genug haben. Genau, so das war mein Fish Extender Haul und jetzt kommt noch der Haul. Was ich sonst auf der Cruise gekauft habe. Zum Glück sind wir mit dem Auto gefahren. Ich hätte das nie im Flugzeug transportieren können. So, es gibt auch keine Reihenfolge. Und wie gesagt, Preise sind nicht mehr überall dran. Einmal habe ich die Ohren gekauft und die sind Spirit Jersey. Ich drehe mich auch gleich mal um und zeige euch den. Genau, die Ohren waren generell $28. Und bei der Disney Cruise ist es so, dass da keine Steuern mehr dazukommen, wie jetzt zum Beispiel in Amerika. Wenn da steht $28, dann kommen da noch die Steuern hinzu. Das ist bei der Disney Cruise nicht so. Das heißt, $28 kommen nichts mehr, keine extra Kosten. Also Ohren $28 und die Spirit Jerseys waren, glaube ich, $65. Und ich zeige euch mal den Rücken. Ich hoffe, man kann es einigermaßen sehen. Ich mache jetzt kein Try-On. Das ist mir jetzt zu umständlich. Ich habe eh nur zwei Klamotten, zwei Spirit Jerseys, deswegen kein Try-On. Genau. Und was habe ich gekauft? Erstmal irgendwie ganz viele Reusable Bags. Neben Ohren und Spirit Jerseys ist das auch so eine Sammelleidenschaft von mir. Von allen Parks und von allen... Ja, Cruises dann.
Reusable Bags zu sammeln. Ich habe jetzt schon von Castaway Key bekomme ich noch welche. Dann habe ich aus Florida welche von Axel mitgebracht bekommen. Genau, also davon habe ich alle Größen gekauft und da kostet dann eine, steht nicht dran, schieß mich tot. Ich glaube so zwischen 1 und 2 Dollar, kommt auf die Größe an. Ja, dann gab es Alex und Annie Armbänder auf dem Schiff. Was ich wirklich schade finde, dass es die nicht in Paris gibt. Obwohl es sehr gut für meinen Geldbeutel ist, weil sonst würde ich noch mehr ausgeben. Auf jeden Fall habe ich mir einmal das Armband gekauft und ich habe noch eins. Moment, das muss ich jetzt erstmal suchen. Da. Genau, einmal das und dann noch das hier. Ich blende euch unten mal ein Foto ein, weil das kann man jetzt kaum sehen. Also es ist einmal Roségold mit einem Mini-Anhänger. Die kosten jeweils 45 Dollar pro Armband und das hier ist ein silbernes mit dem Disney Cruise Logo. Wie gesagt, Bild kommt. Die sind nicht günstig, die kommen aus Amerika, aber ich finde die total süß und wenn man so mehrere am Handgelenk hat, sieht das echt gut aus. Dann habe ich ein Bild geschenkt bekommen. Es war auf einmal in meinem Fischextender drin. Ich weiß nicht, woher es kommt, warum es da drin war, aber das ist einmal hier dieses Bild. Ich vermute, ich weiß aber nicht, ob es stimmt. Also wir haben ja dieses Fotopackage gekauft für 300 Dollar. Ja, es ist teuer, aber ihr habt wirklich sehr viele Fotomöglichkeiten auf dem Schiff. Nicht nur bei den Charakteren, ihr habt auch richtige Fotoshootings mit Hintergründen abends auf dem Schiff. Und wir waren ja zu viert und wir haben uns das dann durch die Kosten durch 4 geteilt und wir hatten am Ende, glaube ich, 300 Bilder über die Woche verteilt. Also ich finde, es lohnt sich. Die sind wirklich super, also qualitativ hochwertig und ich vermute, dass wir das dann dazu bekommen haben, gratis, weil wir dieses Fotopackage gebucht haben. Auf jeden Fall seht ihr hier alle Disney-Charaktere und mit ihrer Unterschrift. Und da war dann hier noch ein Schreiben dabei mit, ja, presented by, also irgendjemand vom Foto-Dings. Also ich weiß nicht, warum wir das bekommen haben. Ich habe auch nicht nachgefragt. Aber finde ich eine ganz süße Idee gewesen. So, dann habe ich mir noch dieses Album. Also Album ist es nicht. Nochmal, hier habt ihr vorne nochmal die Disney-Charaktere in ihren Cruise-Outfits. Ich habe auch alle getroffen. Mhm. Sehr süß. Und dann innen drin, deswegen sage ich Album. Ihr habt einmal hier ein Bild von der Disney Magic und in welchen Hafen man war. Und dann ein Foto, ein Lieblingsfoto konntet ihr dann auswählen. Und das war mein Lieblingsfoto mit Mickey und Minnie. Und ich glaube, das Album hat 15 Dollar gekostet. Es war günstiger, wenn man das Fotopaket gebucht hatte. Und das Bildnummer war auch nochmal 7 oder so. Ich glaube, 22 Dollar das gesamte Ding. Aber so genau weiß ich das jetzt auch nicht mehr. Dann habe ich mir hier dieses tolle Bild gekauft mit Mickey Sorcerer, also Mickey als Zauberer. Und der Disney Magic. Und das Bild hat 40 Dollar gekostet. Also ich bin jetzt nicht der Pin-Sammler, aber dieser Pin musste mit, als Erinnerung, dass ich auf der Disney Magic war. Es ist im Prinzip nur das Disney Magic Logo mit Goofy und Kosten, es war grün, gelb. Aber was es gekostet hat, 13 Dollar, ich weiß es nicht mehr. Sorry. Und dann habe ich von einer lieben Freundin, ich habe da jemanden kennengelernt aus Frankreich und wir haben uns dann öfter getroffen. Auf einmal brachte mir sie dann aus Norwegen diesen Weihnachtsbaumanhänger mit, was ich wirklich eine sehr nette Geste fand. War wirklich total süß und sie hat mir auch noch was anderes gezeigt. Also den hat sie mir nicht geschenkt, aber als wir in Kopenhagen waren, haben wir sie dann im Tivoli-Garten getroffen. Und dann hat sie mir gesagt, ja, da draußen ist so ein Shop, da kannst du deinen Bären dann sozusagen kreieren, ne? Build your beer heißt das? Bear? Bier. Ich sag immer Bier, das hört sich dann an wie Bier. Bär. Das hört sich dann an wie Bier auf Englisch. Aber nein, build your bear. Bear. Und da hat sie mir dann, also ihre Tochter hat sich dann diesen Bären ausgesucht und ich fand den so süß. Dann sind wir auch da rein und der war im Sale und das ist dieser Jasminbär. Ihr könnt euch die Zeremonie nochmal in meinem Vlog angucken aus Kopenhagen. Der ist wirklich, also ihr sucht euch den Bären aus und der hat auch ein Herz drinnen und der hat auch Musik und ihr könntet den noch einen Duft reinpacken und Klamotten anziehen, also gibt es verschiedene Kostüme und ihr seid wirklich bei der kompletten Zeremonie, wie dieser Bär entsteht, dabei und das finde ich auch, also ich fand es super und für Kinder ist das, glaube ich, umso besser. Ich glaube, der hat jetzt, hat er 70 Euro gekostet? Also der war nicht ganz günstig und der war schon im Sale, aber
Guckt euch einfach den Bären an. Moment, es singt auch. Jetzt muss ich warten, bis das Lied vorbei ist. Also genau, also ihr müsst das nicht machen mit dem Song. Ihr könnt auch einen Herzschlag reinmachen oder einen eigenen Spruch draufspielen lassen. Aber ich finde ihn wirklich zuckersüß. Kommen wir zu den letzten drei Teilen und dann ist es endlich geschafft. Ich habe mir natürlich noch ein paar Ohren mitgenommen, und zwar diese rosé-goldenen mit den Mickey-Ankern hier vorne. Die waren auch 28 Dollar. Dann, wie gesagt, noch ein Spirit-Jersey. Der kam dann raus, als wir in Kopenhagen waren. Der war neu und ich war so happy, als er rauskam und ich musste den sofort haben. Und zwar der Disney Magic Spirit-Jersey mit Goofy vorne hinten drauf und vorne mit dem Logo. Und ich war so happy und er war auch 65 Dollar. Ja, nicht ganz günstig, die Dinger, aber irgendwie habe ich eine Spirit-Jersey-Obsession. Und das letzte Teil, was ich mir gekauft habe und er musste mit, ist Captain Mickey. Und zwar, das ist nicht nur ein Kuscheltier, wie ihr seht. Man kann das hier unten aufmachen und dann ist es ein Kissen. Hier kann man da sich so hinlegen. Und was hat er gekostet? Ich glaube 35 Dollar. Oder gar nichts mehr. Nein, kostenlos war der nicht. Irgendwie ist da kein Preis mehr dran. Ich glaube, der war 35 Dollar, aber ich kann mich auch irren. Aber auf jeden Fall ist es auch eine sehr süße Erinnerung und kommt auf mein Bett, glaube ich. Oder hier irgendwo hin. Ja, also mit Mickey schließen wir jetzt den Haul ab. So, das war mein abschließendes Video zu meiner Disney Cruise. Ein Mix aus allem. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Fragen habt zur Disney Cruise, zu den Sachen, Fish Extender, schreibt mir unten in die Kommentare oder einfach auf Instagram. Mein Instagram-Namen findet ihr unten in der Infobox. Ich beantworte da wirklich gerne alles, was ich beantworten kann. Ich antworte auch jedem, der mir schreibt und freue mich über jede Nachricht. Ansonsten würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Abonniert meinen Kanal und wir sehen uns bei meinem nächsten Video.